Kundgebung 3901 von Bertha Dode. Gottes Worte. Gut und Böse. Gesetz von Ewigkeit. Auch das Böse ist von mir zugelassen, jedoch niemals mein Wille, denn das Böse widerspricht meinem Gesetz von Ewigkeit. Es ist eine verkehrte Willensrichtung, die von mir abstrebt und etwas völlig Ungöttliches anstrebt. Einen Zustand, der gänzlich dem Urzustand des von mir Geschaffenen widerspricht. Gut und Böse anzustreben, muss aber diesem von mir Geschaffenen möglich sein. Also muss Gut und Böse bestehen. Will das Wesen vollkommen bleiben oder werden aus freiem Willen? Alles meinem Gesetz von Ewigkeit Widersprechende ist böse. Alles in meiner ewigen Ordnung Verbleibende ist gut. Dass aber das Wesen sein Verlangen nach jeder Richtung hin in sich spüren oder entwickeln kann, ist mein Wille, und dass es jegliche Begierde in seinem Herzen empfinden kann, ist mein Werk. Doch meine Weisheit und meine Liebe liegt dem zugrunde, dass ich das Wesen so erschaffen habe, weil ich es zur ewigen Seligkeit führen will und dies als Bedingung ein Zustreben zum Guten im freien Willen hat. Um Kraft entfalten zu können, muss auch ein Widerstand vorhanden sein. Um gut zu sein, muss der Mensch auch die Möglichkeit haben, schlecht sein zu können und gut werden oder bleiben aus eigenem Antrieb. Ansonsten seine Vollkommenheit pur ein Werk meiner Liebe wäre, der jedoch der höchste Grad mangelt, weil der freie Wille unerlässlich ist, der aber zuvor erprobt werden muss. Das Böse kann nimmermehr gut genannt und als von mir ausgehend hingestellt werden, wenngleich ich auch dem Bösen Raum gewähre, wenngleich ich es zulasse. Böses Denken, böses Reden und böses Handeln steht außerhalb meiner göttlichen Ordnung. Würde ich es aber Kraft meines Willens verhindern, dass der Mensch böse denken, reden und handeln könnte, so wäre er kein freies, selbstständiges und selbstwollendes Geschöpf, sondern lediglich ein Produkt meiner Willenskraft, das aber niemals den Anspruch auf Vollkommenheit machen könnte. Ich aber will mir vollkommene Geschöpfe bilden, die ich mit meiner Liebeskraft durchstrahle und also überaus selig machen will. Und dazu müssen sie die Willensprobe bestanden haben, aus eigenem Antrieb, im völlig freien Willen, den höchsten Vollkommenheitsgrad anzustreben. Und das bedingt auch die Möglichkeit, absinken zu können in den Zustand der Unvollkommenheit, der weitesten Entfernung von mir. Mein Wille ist und bleibt bis in alle Ewigkeit gut, und was sich meinem Willen freiwillig unterstellt, wird gut sein und bleiben. Was meinem Willen entgegenhandelt, zieht also das Böse vor und ich hindere es nicht, jedoch es beraubt sich selbst seiner Vollkommenheit. Es besteht die Willensprobe nicht und muss, so es abgesunken ist, auch in die tiefste Tiefe, unweigerlich wieder zur Höhe streben in freiem Willen, wenngleich es eine endlos lange Zeit dazu benötigt, um wieder in den Grad der Vollkommenheit zu gelangen, der meine Nähe zulässt. Und eben darum muss seinem Willen ein Spielraum gegeben werden. Der ewigen göttlichen Ordnung muss zuwidergehandelt werden können, was ich aber nimmermehr gutheißen kann und was auch nimmermehr mein Wille ist. Darum wird Gut und Böse bestehen bleiben, so lange, bis alles Geistige erlöst ist. Das heißt, bis alles aus mir hervorgegangene die Willensprobe abgelegt hat, im freien Willen das Gute, Göttliche anzustreben, bis es aus freiem Willen zu mir gefunden hat und als höchst vollkommenes Wesen nun alle Wonnen der ewigen Seligkeit genießen kann. Amen.